Yo, was geht ab, Leute? Mischa hier und heute mit dem Thema Solarium. Was ist meine Meinung über Solarien? Und ich kann an dieser Stelle auch ganz offen und ehrlich sagen, dass ich auch hier in diesem Bereich meine Meinung mittlerweile ein bisschen geändert habe. Ich war früher ein absoluter Solarium-Gegner. Ich fand, Solarien waren für mich immer so der Ursprung von Krebs. Ich habe auch ehrlich gesagt immer gefunden, dass wenn man es mit dem Solarium übertreibt, dass es dann einfach nur noch scheiße aussieht. Also die Leute, die wirklich so jede Woche zweimal ins Solarium gehen, die sehen halt irgendwann richtig künstlich aus. Und es ist auch sicher in dieser Menge überhaupt nicht gut oder überhaupt nicht gesund und eben in meinen Augen auch krebsfördernd. Jetzt ist es aber so, dass ich mittlerweile trotzdem selber einmal pro Monat, maximal zweimal pro Monat ins Solarium gehe. Und der Grund dafür ist recht simpel. In erster Linie habe ich damit nicht ganz diesen weißen cheesy Tan, wie ich ihn sonst hätte, weil ich bin von Natur aus doch relativ hell mit meiner Haut. Jetzt war ich übrigens schon wieder seit 3 Wochen nicht im Solarium. Man sieht es auch. Und der zweite Grund ist natürlich auch das Vitamin D, das ausgeschüttet wird, wenn man in so ein Solarium geht. Und das ist übrigens auch ein Punkt, den ich euch an dieser Stelle auch mal kurz erwähnen will. Wenn ihr einmal ins Solarium geht, sagen wir mal 8 Minuten, 12 Minuten maximal, dann schüttet ihr mindestens 10.000 Einheiten Vitamin D3 aus. Beziehungsweise der Körper schüttet es aus und kann es danach auch verwenden. Das heißt, Vitamin D nehmt ihr ja in der regulären Ernährung zu Genüge zu euch. Die Umwandlung in D3 erfolgt dann aber eben durchs Sonnenlicht. Das heißt, diese Synthetisierung muss entsprechend durch Sonnenlicht durch Sonnenstrahleinwirkungen passieren. Das ist ja auch der Punkt, wieso ich persönlich von meinem Zellstoff, von dem Vitamin D3 Supplement, ich selbst jeden Tag eine Kapsel nehme. Also ich nehme jeden Tag eine Kapsel vom Zellstoff D3B12 und nicht eine Woche, wie es jetzt der Hersteller, wie es jetzt Profil empfiehlt, weil ich halt einfach weiß, wie die aktuelle Studienlage ausschaut in Bezug auf D3. Und das Ganze könnt ihr übrigens auch auf profil.de hier unten in der Beschreibung nachlesen, wenn ihr den Artikel anklickt. Zurück zum Thema, Leute. Solarium ist wirklich nichts Schlimmes, wenn man es eben sehr, sehr selten macht und auch richtig macht. Das heißt, ihr müsst euren Hauttyp entsprechend auch kennen, bestimmen und dann auch respektieren, wie lange ihr unter dieser UV-Einstrahlung seid. Das heißt, für mich persönlich sind 10 Minuten das Maximum. Wenn ich länger als 10 Minuten ins Solarium gehe, dann merke ich, dass meine Haut gereizt ist. Und das ist auch was, das eigentlich zu vergleichen ist mit dem Sommer. Also wenn ihr theoretisch im Sommer bei brühender Hitze mehr als 20 Minuten in der Sonne steht und ihr hellhäutig seid, dann verbrennt ihr euch. Das heißt, auch gezieltes Tanken von UV-Strahlen im Sommer ist nur empfohlen auf eine gewisse Zeit. Das heißt, es ist eigentlich wie mit allem, Leute, die Menge macht das Gift. Ihr verbrennt euch nur, wenn ihr zu lange in der Sonne seid, wenn ihr euch zu lange diesen Strahlen aussetzen lässt. Und das ist eigentlich auch der Grund, wieso die meisten Leute halt einfach auch eben dann auch Krebs bekommen, weil sie sich halt regelmäßig verbrennen. Wenn ihr jetzt aber ins Solarium geht, einmal pro Monat, zweimal pro Monat und euch dort 8 Minuten lang eine gesunde, eine gesunde Dosis von diesen UV-Strahlen holt, um sogar eben dann noch Prozesse im Körper zu aktivieren, wie zum Beispiel die Vitamin D3 Ausschüttung, dann sehe ich das als absolut unproblematisch an mittlerweile. Das ist auch das, was die aktuelle Studienlage so ein bisschen vorausgibt. Und deswegen sehe ich das Thema Solarium mittlerweile auch nicht mehr ganz so eng. Dazu kommt übrigens, Leute, dass viele Leute auch vergessen, im Sommer sogar, dass diese UV-Strahlen, die ja eigentlich wichtig sind für diese D3-Produktion, nicht durch die Sonnencreme kommt. Das heißt, die Leute, die sich dann im Sommer noch eincremen, haben dann eigentlich gar nichts mehr von der Sonne, weil sie verbrennen sich erstens mal vielleicht nicht sofort. Das ist ja eigentlich nur so wie eine Zeit, die man sich ein bisschen kauft. Also wenn ihr euch jetzt einschmiert, dann habt ihr halt einfach eine Stunde mehr, die ihr unter der Sonne sein könnt, bis ihr dann verbrennt. Aber ihr habt dann auch die UV-Strahlen, die ihr braucht, um Vitamin E3 zu produzieren, die habt ihr dann nicht. Also es macht auch keinen Sinn, sich vor einem Solarium jetzt zum Beispiel einzuschmieren. Macht es bitte nicht. Das heißt, die Leute, die jetzt trotzdem nicht ins Solarium wollen oder es zu teuer finden, die sollten sich am besten mal ein Vitamin D3 Supplement reinziehen. Checkt es auf jeden Fall ab von Profil. Lest die Studien nach, wenn es euch wirklich interessiert. Und das ist eigentlich
meine Ansage zum Thema Solarium. Ihr könnt natürlich auch gerne eure Meinung hier unten in die Beschreibung schreiben. Es würde mich freuen über eine Diskussion. Daumen hoch wäre geil. Und bis zum nächsten Mal. Hoffentlich in der Sonne. Peace out.